Jawohl, moin zusammen. Michael Jeseller, mein Name, von Cosuno, der SaaS-Plattform für vor allen Dingen die Leistungsphasen 6 und 7, Ausschreibung und Vergabe. Funktioniert, fantastisch. Vielleicht erstmal ganz kurz vorab, wer wir sind, woher wir kommen. 2019 gegründet, sehr junges Unternehmen, haben es aber geschafft, jetzt in den knapp 3 Jahren auf über 180 Mitarbeiter anzuwachsen. Also massives Wachstum generiert bisher. Über die Plattform schon über 2.500 Projekte abgewickelt mit einem Bauvolumen von knapp 4 Milliarden Euro. Geht natürlich auch nur so ein starkes Wachstum, weil wir sehr starke Partner mit an der Hand haben. Zum einen aus der Startup-Branche mit Cherry Ventures, Spark Capital, aber auf der anderen Seite natürlich auch aus der Baubranche mit Peri sowie Signa. Genau, was war der Beweggrund, weshalb wir überhaupt gegründet haben? Wir haben einen riesigen Markt und vor allen Dingen haben wir einen sehr, sehr stark fragmentierten Markt. Das heißt, im Jahr ein Bauvolumen von über 12 Billionen Euro weltweit. Auf der anderen Seite aber auch 98% der Projekte, die die ursprüngliche Planung überschreiten. Rechts sehen wir nochmal den Digitalisierungsgrad der Branche. Das heißt, links haben wir ein Riesenproblem, rechts haben wir aber die Riesenchance. Dann haben wir uns den Markt natürlich ein bisschen genauer angeguckt und haben festgestellt, dass vor allen Dingen der Einkaufsprozess im Mittelpunkt dieses Problems steht, weil er 70% der Projektkosten ausmacht. Und haben natürlich erkannt, Effizienztreiber Nummer 1 ist der Ausschreibungsprozess. Weshalb? Weil der einfach wahnsinnig komplex, manuell und zeitaufwendig abläuft. Das heißt, in der Regel mache ich eine E-Mail fertig, wenn ich meine Ausschreibungsunterlagen zusammen habe. Ich packe die Nachunternehmer, die ich anschreiben will, ins BCC, schicke noch einen Dropbox-Link rum und danach ist es eine Blackbox. Ich weiß nicht, ist die angekommen, ist die im Spam gelandet, gibt es Fragen, will jemand abgeben, muss hinterher telefonieren in der Regel, pflege zum Echtzeit-Tracking sozusagen eine Excel-Tabelle. Der Nachunternehmer selber, der die Gap-Datei nicht bearbeiten kann, der muss sich die ganzen Sachen ausdrucken, händisch ausfüllen, einscannen und dann landen die ganzen Sachen bei mir, die ich dann am Ende noch manuell in eine Preistabelle eintragen muss, um eine gute Vergleichbarkeit zu haben. Das heißt, sehr, sehr komplex, sehr aufwendig und am Ende führt es zu suboptimalen Ergebnissen. Also was wir jetzt gesehen haben, ist, dass über diese 4 Milliarden Euro Bauvolumen die Preise, die Angebote, die Einkommen von den Nachunternehmern 35% abweichen im Schnitt, was natürlich ein Riesengap ist. Genau, und genau deswegen haben wir gesagt, wir müssen daran, wir haben jetzt den Prozess nicht komplett neu erfunden, aber wir setzen sehr, sehr viele Automatismen ein, um auf der einen Seite natürlich stark Zeit einzusparen, also bis zu 60% Zeiteinsparung in diesem gesamten Ausschreibungsprozess. Auf der anderen Seite eine ganz, ganz neue Transparenz zu haben, weil ich immer in Echtzeit sehe, wie die Rücklaufquoten sind. Die Nachunternehmer, die einen viel besseren Service mit an die Hand bekommen, weil sie, auch wenn sie kein Gap-Tool besitzen, ganz einfach aus der E-Mail abgeben können. Und somit aber ich davon profitiere, dass ich mehr Rückläufe bekomme, eine bessere Verhandlungsmasse quasi durch die Angebote, die reinkommen und zusätzlich on top noch ein Nachunternehmernetzwerk mit dabei ist von über 115.000 Nachunternehmern in der Plattform. Das heißt, in Summe einfach eine Win-Win-Win-Situation an der Stelle. Genau, und so haben wir es natürlich auch geschafft, in den letzten 2 Jahren über 2000 Bauprojekte zu optimieren. Geht von den kleinsten Sanierungsarbeiten bis hin zu Spezial- oder Großprojekten. Und haben natürlich auch sehr, sehr viele Partner schon, mit denen wir zusammenarbeiten. Im Endeffekt alle ausschreibenden Parteien, sei es ein Generalunternehmer, Architekten, Projektentwickler, Konzerne, die mit uns zusammenarbeiten und ihren Ausschreibungsprozess, sage ich mal, ins 21. Jahrhundert befördern. Genau, das war es an der Stelle schon von meiner Seite. Besuchen Sie uns gerne vorne am Stand, lassen Sie uns ins Gespräch kommen und ja, wie bei den Vorrednern auch, Daumen nach oben, bitte. Dankeschön.